Wo der SC Verl spielt, ist das Spektakel zu Hause. Die meisten Tore geschossen, die meisten Gegentore kassiert. Zu Gast der BVB, das Anti-Verl mit nur 3 Toren an den ersten 6 Spieltagen. Alexander Endes-Ferler ohne Lars Lockhutsch, der beste Stürmer, ist nicht dabei, hat sich im Training verletzt. Verl spielt die meisten Pässe der Liga und startet mit einer Standardsituation. Batista Meier per No. Da wird es zum ersten Mal gefährlich. Der Abwehrspieler mit einer guten Aktion. Die 15. Minute in der Sportclub Arena. Die Dortmunder mit Hetwa, Tor! 1:0 für die U23 des BVB. Besong ist der Vorlagengeber. Pernod kann den nicht aufhalten und Stöcker kommt nicht in den Zweikampf mit Hetwa. Schon der 5. Gegentreffer für den SC Verl in der Anfangsviertelstunde und das 2. Saisontor des Ex-Duisburgers Julian Hetwa. Wie antwortet Verl? Der Sportclub ist die spielbestimmende Mannschaft. Viele Ballbesitzpassagen. Batista Meier, gute Flanke, Wolfram, Ausgleich! Maximilian Wolfram, der Lockhutsch-Vertreter, liefert. Und zwar Tore, das 1:1 in der 23. Minute. Schöne Flanke von Batista Meier. Und dann kommt Wolfram mit viel Tempo aus dem Rückraum. Und Marcel Lotka kann da nicht viel ausrichten, der Torwart, der Dortmunder. Endes, Ferler sind spielbestimmend zur Halbzeit, aber nicht in Führung. 1:1. Die 57. Minute im zweiten Durchgang. Doppelkopf und dann, oh, Aluminium. Falco Michel fasst die erneute Führung für Borussia Dortmund. Pech für Michel. Der SC Verl nicht ganz so oft am Ball, wie im ersten Durchgang war. Korbos mit schöner Übersicht und Batista Meier. Das ist das Tor zum 2:1. Oliver Batista Meier, das 13. Saisontor von Verl. Bei 6 davon hatte Batista Meier seine Füße im Spiel und sieht hier die Riesenlücke in der BVB-Abwehr. Korbos hat 2 Tore geschossen beim letzten Auswärtssieg in Duisburg. Hier ist er der Torvorbereiter. Ecke Göbel, unbehauen, faustet weg. Göbels Flanken kommen immer gefährlicher und die kommen richtig gut. Die geht ins Tor. Die 73. Minute, das 2:2. Patrick Göbel oder was doch ein Eigentor. Torquepeto, der Verler Verteidiger, fälscht den Ball leicht ab. Der Ausgleich. Hier ist er hauchzart dran am Ball. Und dann Unruhe beim SC Verl. Luca Unbehauen ist benommen, der Dortmunder Torhüter, der Ex-Dortmunder, der Verler Keeper, kann nicht weitermachen. Und weil Alexander Ende schon 5-mal gewechselt hat, muss ein Feldspieler ins Tor. Hendrik Mittelstädt. Müller steht drauf, Mittelstädt steckt drin, eigentlich ein Stürmer. Und er hat schon mal 20 Minuten in der Regionalliga für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln zwischen den Pfosten gestanden. Verl in Unterzahl und mit einem Feldspieler im Tor. Was macht Dortmund? Justin Butler, er schießt das Tor zum 3:2. Die 14. Minute der Nachspielzeit. Einfach mal draufgehalten. Justin Butler bringt die kleine Borussia wieder in Führung. Bamba mit der Vorarbeit, dann flippert der Ball zu Butler. Kurze Ecke und eigentlich hat Mittelstädt den Ball doch schon, aber dann flutscht er ins Tor. Wie bitter ist das denn für den Stürmer, der den Aushilfstorhüter gibt. Und dann gewinnt Borussia Dortmund dieses Spiel beim SC Verl mit 3:2. Wenn man das am Ende so gewinnt, ist es, sagt man sicherlich glücklich. Wir sind aber dran geblieben, nachdem Verl das Spiel gedreht hat. Und wir haben es doch mal zu unseren Gunsten gedreht. Und man kann dann Glück sagen, weil kein Torwart drin steht und der Ball reingeht. Aber wir haben an uns geglaubt. Ich wurde gefragt, ob ich ins Tor gehen kann. Torge hat auch gefragt, aber ich meinte, Torge brauchen wir in der Abwehr. Und ich stand auch schon bei Köln 2 in der Regionalliga, glaube ich, 20 Minuten mal im Tor. Und daher war so ein bisschen für mich klar, dass ich da zwischen die Pfosten gehe. Und ja, ist dann am Ende unglücklich, dass ich mir den da selber ins Tor lenke. Der SC Verl verliert seinen Torhüter und die Punkte. Was für ein bitterer Nachmittag in der Sportclub Arena. Aber auf diese Art von Spektakel hätten die Verler sicherlich gerne verzichtet. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.